Warum verwenden wir möglichst kleine Karabiner hier am Hauptautomaten und warum werden die überhaupt benötigt? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video, warum wir hier am Hauptautomaten relativ kleine Karabiner verwenden und warum diese Karabiner überhaupt vorhanden sind. Wenn euch solche Videos mit Tipps und Tricks rund ums technische Tauchen interessieren, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Das Beispiel, das ich jetzt hier aufgebaut habe, ist nicht besonders ideal. Das stammt noch aus einer Zeit, wo das hier noch so ziemlich das Kleinste war, was man an Karabiner so verwendet hat. Man wollte hier auch einen kleinen Karabiner haben, aber der Karabiner ist zugegeben sehr groß. Es gibt inzwischen deutlich kleinere Karabiner, so wie ich sie hier vorbereitet habe. Das ist also so ziemlich einer der kleinsten, den wir haben. Und der hat auch noch den Vorteil, dass er hier eine Nase hat, also eben hier so ein überstehendes Ding. Damit tut ihr euch wesentlich leichter mit Handschuhen, gerade auch mit dickeren Handschuhen, diesen sehr kleinen Karabiner zu bedienen. Es gibt eben auch noch die Varianten, wo hier eher so eine runde Stelle ist, ein runder Verschluss ist. Mit dem geht es nicht ganz so schön, also gerade mit Handschuhen. Und es gibt von dieser Variante auch nicht einen ganz so kleinen. Es gibt zwar einen kleineren, wie er jetzt hier verbaut ist, aber der ist eben nicht ganz so klein wie der hier. Von X-Deep gibt es nochmal einen speziellen Karabiner, der auch sehr klein ist. Also wenn man ihn hier mit ihm vergleicht, ist der nicht viel größer. Man merkt aber, dass der obere Bereich, also der Bereich hier, dann doch deutlich größer gemacht ist. Das hat auch ein bisschen was mit dem Handling zu tun. Ihr könnt hier einfach den Karabiner sehr gut greifen, aber dazu, zu diesem NX-Karabinern, habe ich bereits ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Auch hier ist es wieder so, dass eben durch eine sehr große Fläche hier durch diesen Haken das Ganze sehr gut bedient werden kann. Warum verwenden wir aber jetzt überhaupt hier an der Longhouse einen Karabiner und warum sollte er dann auch noch klein sein? Wie ihr wisst, hängt ja diese Longhouse über dem Halter. Sie wird hier schräg geführt und geht dann hier nach vorne und der Automat ist eben als Hauptautomat normalerweise bei euch im Mund. Wenn ihr den Automat jetzt nicht benötigt, weil ihr zum Beispiel auf eine Stage wechseln wollt oder auch wenn ihr den Backup-Automaten verwenden müsst, dann macht es Sinn, diesen Automaten irgendwie sichern zu können, weil durch den langen Schlauch würde er euch ja, wenn ihr ihn nicht irgendwie befestigt, er würde sich hier nach unten ziehen oder er würde auch über den Kopf rutschen, je nachdem wie die Wasserlage ist, was natürlich sehr unpraktisch wäre, wenn ihr dann diesen langen Schlauch hier irgendwo herumfliegen habt und obwohl ihr das System ja gar nicht braucht und das wäre einfach für den Tauchgang schlecht. Deshalb hat man hier einen Karabiner befestigt und diesen Karabiner hängt man dann, wie es auch hier gezeigt ist, rechts ein. Also der Automat kommt ja hier über den Hals, ist normalerweise im Mund und wenn ihr ihn nicht braucht, dann hängt ihr ihn hier ab. Wie gesagt, die Standardvariante ist, wenn ihr auf eine Stage wechseln müsst, dann bleibt der Schlauch so, wie man es gewohnt ist und ihr habt auch immer die Möglichkeit, hier den Automaten notfalls schnell wieder in den Mund zu bekommen, wenn man ihn brauchen sollte. Aber als erstes ist ja der Backup-Automat da, aber auch der Hauptautomat, der jederzeit betriebsbereit ist, wäre in der Nähe und könnte verwendet werden. Wie gesagt, ein Grund ist eben dann die Stage. Der Automat wird dann abgehängt hier mit dem Karabiner, also eine relativ einfache Prozedur und alles ist sauber und ordentlich aufgeräumt. Und dann ist es natürlich so, dass in der Normalsituation habt ihr ja den Automaten im Mund, also den Großteil eures Tauchganges werdet ihr diesen Automaten im Mund haben. Und dann ist es halt schon so, je nachdem wie groß dieser Karabiner hier ist, zieht der halt einfach nach unten und zieht euch die zweite Stufe so ein bisschen schräg, beziehungsweise möchte euch halt dieser Karabiner ein bisschen den Automaten aus dem Mund ziehen. Und darum ist es halt deutlich angenehmer, wenn man hier einen möglichst kleinen und damit leichten Karabiner verbauen kann. Also das ist der Grund, warum man hier möglichst kleine Karabiner verwendet, weil sie halt nicht stören und weil sie beim Tragegefühl nicht weiter auffallen. Wichtig ist halt dann, wenn man solche kleinen Karabiner verwendet, dass die halt auch dieses
diese Nase hier haben, dass man sie wirklich mit Handschuhen noch gut bedienen kann. War auch ein Grund, warum man hier ein bisschen größere früher verwendet hat, weil einfach diese Variante nicht vorhanden war. Und umso kleiner der Karabiner wurde, umso kleiner wurde dann letztendlich auch hier dieser Nippel, um das Ganze bedienen zu können. Und wenn er dann auch noch rund ist, dann ist das natürlich nicht mehr so einfach und hat man lieber ein bisschen einen größeren genommen. Heute, wie gesagt, nehmt den kleinsten, den wir im Angebot haben, und mit diesem Karabiner kommt ihr dann sicher gut zurecht, wenn ihr euren Hauptautomaten abhängen wollt. Das war's dann schon zum Thema hier mit dem Karabiner an der Longhouse. Lasst uns ein Abo da, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut noch andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.